Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Flo testet kostenlose Spiele auf Epic Games. Und heute spielen wir Train Rally 2. Und da würde ich sagen, starten wir gleich mal. Es hört sich ja schon nach einem Zug an. Und machen wir gleich den ersten Level. Missionsbesprechung. Der Forstbetrieb. Missionszeit 9 Minuten. Okay, verdiene mindestens 40.000. Vermeide Zugunglücke. Okay. Hallo und willkommen bei Train Rally 2. Machen wir mal ein Tutorial. Schauen wir uns zunächst mal den Streckenbaumodus R an. Ja, Streckenbaumodus. R. Verbinde die Stadt mit dem Holzfällerlager, indem du eine Bahnlinie von einem blauen Feld aus ziehst. Ja. Sollte etwas mit der Strecke nicht stimmen, drücke einfach die rechte Maustaste oder Escape, um den Bau abzubrechen. Du kannst Streckenteile später immer noch im Abrissmodus E wieder entfernen. E. Schicke einen Zug mit zwei Waggons voller Arbeiter los, indem du diese Schaltfläche anklickst. Aber das geht ja noch gar nicht, weil... Ja. Arbeiter erscheinen automatisch in der... Ja. Warte. So. Aha, jetzt haben wir's. Gut. Also einmal drauf. Autsch, keine Sorge, keinem ist etwas passiert, doch du musst deine Loks reparieren, um sie wieder einsetzen zu können. Okay. Stadtteile brauchen unterschiedliche Ressourcen. Ja. Gut. Löse alle deine Aufgaben, um den Level abzuschließen. Ja gut, machen wir. Du kannst einen Zug anhalten, indem du sein Symbol anklickst. Dann kannst du ihn entweder weiterfahren oder umkehren lassen. Weiterfahren. Du hast dein erstes Missionsziel erreicht. Die Stadt braucht nun Bretter. Lass uns ein Sägewerk bauen. Das Sägewerk braucht Arbeiter und Holz, um Bretter zu produzieren. Ja gut. Tipp, du kannst das Spiel mit... Ja, ich weiß. So. Klicke auf die Weiche, um ihre Richtung zu ändern. Ja, das habe ich ja schon gemacht. Nun musst du dein Holzfällerlager mit dem Sägewerk verbinden. Du weißt schon, was du zu tun hast, oder? Ja, ich würde sagen, machen wir einfach hier. So, das Verlegen von Gleisen auf bereits besetzten Feldern kostet zusätzliches Geld. Am besten solltest du so sparsam wie möglich sein.
ja, bisschen länger gebraucht. Dann machen wir mal Level 2. Missionsbesprechung, der Bauernhof, okay. So, ich würde sagen, dann machen wir wieder R. Du kannst nur Streckenteile am Hang platzieren. Okay, also ich kann jetzt hier erstmal den Teil verbinden. So, dann schicke ich da jetzt einen hin. So, lasse ich da gleich noch einen hinfahren. Und den werde ich zurückfahren lassen. Davon brauchen wir ja jetzt kein Weizen mehr, ne? Nee, brauchen wir nicht. Dann schicke ich die hier jetzt zu dem. Zu dem Sandabbauen Teil Dingsbums. Mal gucken, wie viel ich da hinfahren kann. 3 kann ich ja hinfahren. Gut, 4. Gut. Das haben wir auch. Gut, dann lasse ich einen dann nochmal hinfahren. Ne, 2 muss ich dann nochmal hinfahren. Und dann muss ich mit dem einen hier hin. Und hoffentlich kann ich hier noch hinbauen. So. Dann kann ich die 2 jetzt wieder da hinfahren. Den kann ich da hinfahren lassen. Ah, Mist, warte. Den muss ich anhalten. Kann ich jetzt den hier lang führen lassen? Und geschafft. Diesmal 3 Sterne. Ein Level machen wir noch. Missionsbesprechung. Die Sandgrube. Okay. Gut, wo ist die Stadt? Ah, ich muss dann einfach umdrehen. Ja, muss halt so erstmal gehen. Ja. Und so macht man das dann die ganze Zeit, ne? Jetzt baue ich die Gläser hier für die Stadt. Der hat 2 Anhänger noch. Den, oh shit, jetzt habe ich den. Ah, verkackt. Und ich habe kein Geld. Ja, so geht's. Gut, dann kann ich jetzt den wieder losschicken lassen. Wollen mal sehen, wie der jetzt so ist. Oh, schon ein bisschen schneller. Damit kann ich mir aber auch nicht so viel leisten. Nee. Dann muss ich da nochmal Arbeiter holen. Reinbringen. So, jetzt kann ich das hier. Ja. Gut. So, nur noch 10 Sekunden, das wird nichts mehr. Ja, passiert aber trotzdem nichts. Na gut.
Gut. Wie viele Level gibt's denn davon? 50. Und dann geht's irgendwo weiter. Weltraum, Zeitalter. Bis Level 50. Okay, aber ich würde sagen, das war's mit diesem Spiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nichts kommt hier zu meinem Kanal. Rechts sind weitere Videos verlinkt. Dieses Spiel gibt es bis nächste Woche Donnerstag, also so wie gehabt. Also ist das am 20. Juli wieder kostenpflichtig, das Spiel. Also wer es bis dahin nicht kostenlos sich geholt hat, muss es dann wieder kaufen. Und wenn ihr das jetzt kostenlos holt, bleibt es auch für euch für immer kostenlos. Ich hoffe, es hat euch gefallen und mir hat es recht gut gefallen, weil jetzt mal was Neues. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.